Servus zusammen. Chaos. Irgendwie will alles nicht so, wie ich will. Naja. So, ich wollte mal wieder ein paar. Oh, ich muss umschalten. So, jetzt. Free Games suchen. Sonntag mich Diablo geärgert hat und gedacht, ich gehe mal auf itch.io. Also bekannt für die guten Spiele. Schatz am Rande. Und schauen mal, was hier abgeht. Diablo-mäßig. So. Was habe ich da gesehen gehabt? In Diablo. Play im Browser. Okay, wir können sie mal probieren. Der Ton ist kacke, ich weiß nicht warum. Allerdings haben wir hier, glaube ich, gar keinen Ton. Ich habe gefragt, warum wir keinen Ton hatten. War da vorhin gar ein Ton? Habe ich irgendwas rumgestellt? Naja, also berauschend ist es nicht gerade. Der reagiert nur da, wo man hin will. Also wo man drückt, besser gesagt. Hier geht es gar nicht raus. Ja, dann doch noch mal daher, komm. Welcome Traveler. An wen kann ich jetzt hier angreifen? Oh, das ist ja fürchterlich. Hier gibt es gar nichts zum Angreifen. Das Schild vielleicht? Hallo? Toller Witz. Tolles Spiel, bin begeistert. Sehr gut, so Arbeitshand. Jetzt wollte ich wissen, warum hier kein Ton ist. Kurzer Test. Doch, ist Ton. Ich hab gedacht, was. Also okay, das war schon mein Griff ins Klo. Die Game Boy Color Version, die können wir wieder browsen. Herr im Himmel, das ist ein bisschen nervig mit dem Browser. Aber da haben wir Ton. Wow, wo habe ich geschossen? Aha, stirbt. You are frozen. You are dead. You died. Okay, cooles Spiel. Und da kriegt der Diablo der PC parallel, wie auch immer. Megabyte. Aha. Schauen wir uns mal ein Video an. Oh nee, das tun wir uns nicht an. Diablo Demo. Leider nur Demos. Demos. Das hatte ich gedacht. Da gibt es ein cooles Diablo.
Not a Diablo Ripoff. Laden wir gleich runter. So, das lädt automatisch. Schauen wir mal weiter. Diablo 4, das ist ja lustig. Diavolo. Das ist ja. It's an amazing game. Na, dann gleich mal her damit. Krieg ich schon? Nein. Wieso nicht? Ich will es haben. Ne, tut nichts. Was Sauerei. Ah, da haben wir doch einen Download. Sehr gut. So, was haben wir noch Interessantes? Also wir haben jetzt schon Diablo Not the Ripoff. Wir haben Diablo 4. Unreal Ripoff, Diablo 4. Das schaut cool aus. Ego-Perspektive. Das schauen wir uns auch an. 4 GB, kein Problem. Kann etwas dauern. Zwölf Minuten, das kriegen wir schon hin. So, was gibt's noch? Nein, vom Browser halten wir uns jetzt mal fern. Okay, dann sind wir jetzt schon mal mit Diablo eingestuft. Dann, ich hätte gerne Street Fighter oder so. Haben wir da was? Street Fighter Selector, Run im Browser. Nein, das machen wir nicht. Und der heißt nur Street Fighter, Wood Fighter. Dann gibt's Kampfspiel, Fighting Game, Fighting, Fighting, Fighty Fight. Sieht aus wie Matrix. Okay, was haben wir hier? Fighting, laden wir runter. Wir sind jetzt heute im Runterladfieber. Der 3D-File schaut auch interessant aus. Name your price. Nada. Feuerst. What? So, genau. So, das wollte ich. Let's fight build. Also hier. Okay, jawohl. So, jetzt haben wir ein Fighting Game. Night of Fight. In Real Near, das holen wir jetzt auch noch runter. Sonic Fight Club. Okay, das lassen wir. Oh, 68 Megabyte. Bei der Grafik, da bin ich mir was immer gespannt. Ach, das ist Handy. APK ist Handy. Okay. Dann wohl nicht. So, dann machen wir weiter mit dem Ego-Shooter. Da muss ja was da sein. Wow. Okay. Shooter. Pause, bleiben wir weg. So, das sieht doch lustig aus. Ist das eine AK? Shooter, komm, holen wir uns runter. Ist eigentlich alles recht ziemlich fix, geht auch schnell.
So, okay, dann schauen wir, ob wir GTA 6 bekommen, Jungs. Play Browser GTA 6. This is again a shitpost game. This one I gonna. Das lass mal. Was gibt's noch an GTA Games? GTA Romania. Das schauen wir uns an. Das ist cool bestimmt. Okay, funktioniert. Hoffe ich. Keine Ahnung. Machen wir mal zu. Nein, GTA Clone. Brasilien Simulator. Oh. Das ist dann doch zu hardcore. Das Bild hat gut ausgeschaut. GTA Low Poly. Vom Profitel, ja, das schauen wir uns doch mal an, wenn man damit Profit machen kann. Ich bin doch gar nicht auf YouTube. Was soll der Blödsinn? Jetzt bin ich gerade verwirrt. GTA Unity, okay. Da ist was los. Danke für die Werbung. Okay, geht wenigstens. Da sind wir noch nicht fertig. Kann nicht mehr lang dauern. GTA Home. Das schauen wir uns auch an. So, okay, Vice City, no fake for Cusack, oh mein Gott. Zwei Megabyte, das kann ich ihn haben. So, was können wir jetzt noch schauen? Autorennspiel, komm, ein gutes Autorennspiel. Driving. Mein V geht nicht. Sehr interessant. Driving. Da habe ich ab und zu Probleme mit der komischen Tastatur. Das ist, ich weiß ja nicht, woher die kommen, dass manche Tasten nicht wollen. Das sollte mir zu denken geben. Car Race. Da brauche ich. Das C geht auch nicht mehr. Hallo? Alles okay? Nein, mein C geht nicht mehr. Interessant. Dann muss ich kurz die Tastatur wechseln. Das hilft alles nicht.
Witze, das hätte ich nicht genug damit zu tun. Aber ich glaube, dass da was anderes das Problem ist. So. C. Wow, geht sogar. Car Racing. Car Racing Game. Oh nein, Browser. Car Racing Game. Runter damit. Download, jawohl. Nix Browser. Number Racing. Das ist immer am besten, wenn es keine Daten gibt. 57 Megabyte. APKs. Throne Racing. Oh, das ist auf Steam. Call of Race, the Racing Game. Only download. Thank you very much. So, jetzt glaube ich, jetzt sind wir aufgestellt. Das schaut noch interessant aus. Mobile Edition Fire Cardboard. Was? Ah nein, Mobile wollte man nicht. Habe ich das jetzt verwechselt oder was? Eins noch. Super Power Racer. Ja, oldschool-mäßig. Oh, die wollen Geld. Okay. Race illegal, Highspeed 3D. Purchased. Nein, das machen wir nicht. Happy Arcade Racing. Aber da haben wir jetzt zwei, drei Sachen, die schauen interessant aus. So, Racing League. Das holen wir uns jetzt runter. So. Und das schauen wir uns auch an. Oh. Weiß ich jetzt nicht. Very bad racing game. Wenn man. Okay, so. Also, das. Ich glaube, das werden genug Futter. Denke ich mir. So, okay. Jetzt gehen wir mal auf die Downloads. Bam, 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 bam. APK. Ah, okay, das geht schon mal gar nicht. Ich habe gedacht, ich hatte WinRAR. Hatte ich nicht WinRAR? Verstehe ich jetzt. Nein, habe ich nicht runtergeladen, okay. So, das ist alles jetzt fertig. Sehr gut. Okay, let's fetch. Also, not the Diablo rip-off.
fange mal hier an. Sollte jetzt nicht allzu lang dauern. Das nächste gleich im Packen ist eigentlich Blödsinn. So, let's fetch. Not a Diablo ripoff. Puyo Okay. Kein Problem, ihr dürft alles bei mir. Das ist von itch.io, kann nichts Schlimmes kommen. Hoffe ich mal. Was immer du meinst, installiere. Hinauf mit dir. Jungs, bei mir müsst ihr leider das Installieren mittragen, weil ich nicht so der Schneider bin und Video bearbeite. Runter damit, alles nur drauf. Wundert mich zwar, weil ich eigentlich abgedatet habe alles. Aber kein Problem, Jungs, haut's drauf. Das ist ja gemacht worden, der PC, extra. Um gute Spiele spielen zu können. So, und wenn das jetzt hier auch die Dateien runterlädt, leider Gottes, dann packen wir dann doch mal Diavolo. Diavolo! Okay, so, runter mit dir, runter mit dir. Ich wollte schon Netzwerk ausstellen, dass es geschmeidiger läuft, aber naja, geht wohl nicht. Okay, Diabolo ist im Pakt. Dann Shooter Windows. Jetzt sind wir fast fertig, dass mein PC gerichtet wird. Im schlimmsten Fall spurt's ein bisschen vor, Jungs und Mädels. Und gleich muss ich niesen. Ah, es geht los. Sehr schön. Diablo. Ach, kein Problem, Zugriff zulassen. New game, not a Diablo ripoff. Please don't show me.
Also ich muss sagen, okay, das ist natürlich. Stirb. Picked up a health pack. Man kann die linke Maustaste halten. What's there? Also ich würde jetzt mal sagen, naja, okay, die Gänge und so weiter, aber die Animationen und jetzt von diesen Figuren, die Figuren kann man so schon mal sehen lassen. Natürlich schaut das jetzt nicht so wirklich aus wie ein Spiel mit verschiedenen Sachen, aber ich will ja auch nicht meckern. Wow, da gibt es verschiedene Gegner. Das könnte unsonfähig werden. Wie war blocken? Rechte Maustaste. Okay. Schlag in zu, genau. Jetzt gehen wir hinter ihn, ne? Gut, schnell eingesackelt. Nein. Oh, hier wird nicht geflüchtet. Sau. Oh, jetzt macht er mich kalt. Oh. You are dead. Naja, okay, kann man knicken. What? Was wird denn hier noch installiert? Windows Future, das kann nichts Böses sein. das ist okay. Nein, also abbrechen kann man dich auch nicht. Entschließen kann man dich auch nicht. Na, das sehen wir nicht so gern. So schließen. Jetzt muss man da wissen, was das für ein Ding ist. Ne? Mag nicht mehr. Nö, okay. Dann machen wir es mal hier, egal. Weiter im Text. So, Diabolo 4 wollten wir jetzt anschauen. Free to play. Join. Oh, in. Oh, Zugriff zulassen. Da geht irgendwie nichts. IP-Adresse. Task Manager. Da kommen wir gar nicht raus. So, zumindest haben wir mal das schließen können. Manifesten und US-Files.
was das auch immer sein mag. So, Diabolo war leider nix. Schauen wir uns meinen Shooter an. Ost rein. Leider kein Ton. Bestes Spiel ewig. Ever. Und jetzt? Cool. Physik oder wie auch. What? Lol. So, das war's. Steh halt auf. Kann ich das nehmen? Nein, kann ich nicht nehmen. Doch, kann ich nehmen. Nein, kann ich nicht nehmen. Tja, okay. Schnelle Runde, schnelles Spiel. Grandios. War es leider nun doch nicht. Und da komme ich wieder nicht raus. Das liebe ich ja. Na, wenigstens kann man sich schließen. Her im Himmel. So, die löschen wir jetzt mal, dass wir nicht durcheinander kommen. Die löschen wir auch. Dann sind wir hier. Let's fight. Sind wir noch offen? Kein Problem. Du darfst alles. See the Creator. Komm, zeig's mir den Creator. Hopper Resni. X-Pock, ja genau, das war auch mein Traum. Okay, let's fight, Single Player. Aha. So, wenn ich aber Single Player spiele, muss ich fragen. Das ist cool. Oh? Oh? Fressig fallen oder was? Oh, stirbt aber schnell da mit Eife. So, ich kann da hoch. Oh. So, wo sind meine Gegner? Okay, gibt's wohl keine. Nein, das. Okay, verstehe. Okay, dann gehen wir mal raus. Nein, wir kommen nicht mehr raus. Ich will raus. Was habe ich jetzt gemacht? Wie bin ich auf F10, auf 12? Oh, Karl, meine Tropfen, ey. Okay, probieren wir es nochmal im Multiplayer. Das ist bestimmt massig los. Find the game. Ja, und? Wow. Also okay, kann man knicken. Okay, also interessant könnte das mal werden. Erste Schritte. Willst du mich ärgern? Na, dann lass das halt.
So, dann spielen wir mal Homer. Das entpacken wir mal schnell. Kobitz, was auch immer Kobitz ist, entpacken wir mal auch schnell. Und das entpackt schauen wir uns Homer an. Homer Playground. Left Shift Sprint. Sprint? Was ist ein Sprint? Komm ich da hoch? Nein. Zone 1. Look. Jumping. Jumping Homer Check Flash. It's a cash, cash, cash. Soll das sein? Wow, okay. Dann weiter geht's im Text. Dass der Homer so schnell rennen kann, ist mir neu. How the fuck you get up here? Okay. Toll. Bin begeistert. Rubbish Zone. Gibt's noch irgendetwas? Also ich will ja nicht meckern, weil wenn man irgendwie anfängt, das ist doch nicht verkehrt, wenn man irgendwas kreiert und wenn man schon mal sowas hat, ist doch gar nicht verkehrt. Ja, also da könnte man doch locker einen so theoretischen Super Mario draus machen. So, okay, leider nicht fertig, auch alles irgendwie unbrauchbar. So, wir haben jetzt noch nichts Brauchbares gefunden. Muss ich mal ganz ehrlich sein. Covid-19 Exe? Ich habe doch nichts mit Covid-19 runtergeladen. Es waren doch, was war das, was? Keine Ahnung. Jetzt gar nicht. Hoch. Fast. Ich wusste, ich komme da irgendwie hoch. So, was aber? Ich habe gedacht, das kommt jetzt irgendwie so ein Monster-Virus und deswegen flüchte ich mal aufs Dach, da bin ich bestimmt sicher. Blödsinn. Was jetzt? Ah, ausgestiegen. Oh, hallo? Ah, okay. Probieren wir es nochmal. So.
use the light switches in the rooms and remember China breaks. Hallo? Mach was? Aha, gut, ganz toll. Kannst Lichter machen. Das ist das Spiel, dass ich Lichter machen kann. Press E key to watch TV. Ganz toll. So, kann ich noch irgendwas machen? Was zum Futter machen? Komm, da ist doch ein Herd. Ah, zum Futter kann man sich nichts machen. Typisch Jugend. So, das City. Da geht mal gar nichts. Warum geht jetzt hier wieder nichts? Okay, da ist noch ein. Da geht das Licht wieder nicht. Grandiose! Grandios, okay, ESC, ja, ja, genau, als wenn das jemals gegangen wäre bei HIO bis jetzt. So, ich weiß gar nicht, warum ich den Blödsinn hier runtergeladen habe. Ja, das wissen wir, dass da irgendwas nicht mehr schließt. Racing League, das können wir gleich löschen. APK ist fürs Ding. Car Setup, schauen wir uns mal Car Setup an. Ich hoffe, dass das jetzt theoretisch ein Rennspiel ist. Jawohl. Zu Crappy, Arcade Racing, alles klar, installieren, klar. Ja, mach hin. Das erste Spiel, wo sich installiert. Öffentlich. Das zweite sogar. Da installiert er noch eins. Okay, wo fahren wir an? Wir fahren bei den Mountains. Was ist Gas? Ah, okay. Boah, das ist ein Drift. Ja, cool! Boah, das ist cool, da kann man ordentlich driften. Bestes Game ever. Das war natürlich nicht so gut. Oh. Schwebt mir das Auto, ja. Auch wenn mich der Drift eigentlich voll überzeugt hat. Fast, ja. Die Kollisionsabfrage, da muss er nochmal dran. Naja, muss so und so. Was ich interessant finde, ja. Also, so mal die Steuerung ist mal. Naja. Man kommt um die Kurven. Ja, aber was ich cool finde, ist theoretisch der Schatten. Das heißt, es hat schon mal eine richtige fast Lichtquelle. Seht ihr das? Leider fehlt ein Tacho, leider fehlt die Geschwindigkeit. Aber... Boah, der Monster Jump! Und das Wetter... Das ist... Originalwetter, das hat man draußen fotografiert. Das schaut leider heutzutage, schaut es leider wirklich so aus. So, und ich bin von der älteren Generation. Ich sage euch ganz ehrlich, so schaut es eigentlich nicht aus. Ja. So, okay, so, dann. Quite.
Schauen wir uns noch die Lake-Strecke an. Lake-Strecke. Coole Musik aber. Hört sich was. Hallo? Ja, genau. Auf in den Himmel, Jungs. Nicht ins Wasser. Oh. Also da müssen wir noch üben. So, kann man die Strecke verlassen? Ja. Cool. So, wo fahren wir jetzt hin? Ach nein, das ist die Strecke, glaube ich. Wow. Aber jetzt stelle ich halt irgendwie wieder hin. Nein. Probieren wir mal Kamikaze. Jawohl. Okay. Also probieren wir jetzt trotzdem mal. Ich war zu schnell, aber wenn wir auf das Daytona driften, die wir. Kennst du das? Dass es ein Monster trifft. Ja. Wow, 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 wow. So. Und ja, im Wasser waren wir schon ein paar Mal. So, jetzt fahren wir mal rückwärts. Das geht nicht. Und wenn man rückwärts fährt, dann hört's auf. Das ist dann zu viel des Guten. Okay. So, dann auch das löschen. Jetzt haben wir noch, was haben wir hier? Das habe ich das letzte Mal runtergeladen, aber das war was anderes. Das war, glaube ich, anderes Ding. Andere Internetseite. So, okay. Das schließen wir, dann machen wir mal GTA Romagna. Hallo? Packe nach. Genau. So, dann machen wir. Dann haben wir noch den Unreal zum Entpacken, zum Anschauen und Zocken. Oh, ich glaube, ich habe jetzt mein System zu viel zugemotet. Und Winra, bin ich auch gespannt, was das für ein Spiel ist. Ah, jetzt habe ich euch aufgezogen. Ja, genau. Was, wenn das ein Spiel wäre? So, so, was machen meine GTA Romagna? Beim Pakt. Gib Gummi. Oh, man kann einen Remy Mania auch sagen, wie toll sein Spiel ist. Das könnt ihr auch. Dacia. Dacia, Dacia, Dacia. Das ist cool. Hat das der Meme Joll gemacht, das Spiel Dacias. Ich glaube, das hat Meme Joll Spiel. So, fertig. Fortsetzen. Runter mit dir. Und let's fetch GTA. GTA Romagna. MP3, da schauen wir nachher rein. Direct Play. Naja, dann halt Haushalt drauf. Wenn es funktioniert. Wir haben aber auch schon das leider das Problem. Sich doch da hinten was aufgehängt hat. Das ist ja immer noch da, das Future. Ah, hat sich mittlerweile installiert, das ist ja lustig. So, okay, und jetzt? Jetzt kommst du da runter, oder was? Bam, 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 bam.
Daytona ist von woanders. Da wollte ich nachher noch einfach so im Vergleich haben, die PCI-Version. Also das ist direkt woanders. Ja. So, jetzt bin ich aber durcheinander gekommen. Ah, so, hat sehr gut automatisch gestartet mit einer Auflösung von, was, 600? 300? Was ist das? Hallo? Hallo? Ah, GTA Romagna, genau. Ah, Musik ist schon mal cool. Ja, da oben ist die Karte. Seht ihr das? Options. Commencer Party, was das auch immer heißen mag. Hallo? Novelle Partie Charger, jetzt muss man natürlich wissen, was die wollen von mir. Ich kann es leider nicht sagen. Wir warten gespannt. Cool, schwarzes Bild auf schwarzem Hintergrund. Das schaut nicht gut aus. Oh. Das schaut. Was ist hier los? Schließe das Bild. Animationssystem, das. Oh, ich kann nicht mehr raus, habe ich so das Gefühl. Komplett. Ha, das bringt doch nichts. Wenigstens habe ich das schließen können, aber das kann ich nicht schließen. Das kann ich nicht schließen. Jungs, ich bin gefangen. Ich komme nicht weiter. Fahren wir runter, hilft alles nichts. Machen wir kurz ein auf Aufnahmepause. So, bis gleich. So, Jungs, Mädels. Haben wir schnell noch ein Brot gemacht. Also es war irgendwie ein Griff ins Klo. Mit GTA Romagna. Jetzt haben wir noch. Was haben wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir noch Unreal. Yet another. Ah, okay, geht schon mal gar nicht. Warum nicht? Einfach nicht dabei ist.
Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, noch das Car Racing, was das auch immer sein mag, und das Unity. Dann machen wir zuerst mal Car Racing. Okay, dann kriegst du das Java Runtime. Komm mal schnell runter. Ja, genau. Das ist verdächtig. Kommen Ballon. Ich will Car Racing zocken hier. Wunderbar, das freut mich. So, probieren wir es nochmal. What? What? Schreibt hier Sachen rein hier. What? Oh, astreine Grafik. Lol. Ah, jetzt. Okay. Hab sogar Ton. Was? Tacho gibt es 300. Komische Physik haben da die Autos. Also ich habe mal was probiert, da gab es bei der PlayStation 4 ein... Da kann man auch sowas machen, theoretisch. Mit so Baukästen und so weiter. Da haben wir auch so mein Auto gebastelt. Das hat besser funktioniert als wir das. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, dass hier die Strecke ja riesig ist. Kann ich in Gang schalten? Kann doch nicht sein. Da geht's Licht aus. Okay, jetzt schauen wir mal, wo es dann noch hingeht. Da geht es dann wieder runter. Ah, das ist eine Strecke sozusagen. Okay, die fahren wir jetzt durch. Ich würde zu den Palmen, das sind bestimmt Mädels. Cool, wenn ich nach rechts oder links liege. Okay. Oh, mein Auto lebt. Erstklassig gebaut. Zurück zur Strecke. Das ist... So wie so ein Turbo-Button oder sowas gibt es nicht. Okay, also können wir auch knicken. Jetzt haben wir, glaube ich, noch hier das GTA Unity Package. Machen wir das jetzt auch noch.
Ah, okay. Geht eh nicht. Okay, dann war's das. Dann machen wir jetzt noch, was ich machen wollte. Jetzt machen wir zuerst mal hier sauber. Blödsinn brauchen wir jetzt nicht mehr. Im Endeffekt war leider. Nichts wirklich Brauchbares dabei. Im Gegensatz zum letzten, muss man ehrlich sagen. Okay. Was ich jetzt noch machen wollte, ist genau. Wir schauen uns noch einmal irgendwie uns Bieren geholt haben. Das lassen wir jetzt noch durchlaufen. Weil ich habe gehört, dass Itch.io, dass da öfters Viren sind. Okay. Sicherheits Virenscan, Schnellscan. Jetzt machen wir kurz einen Schnellscan, das reicht eigentlich. Aber eigentlich gut aus bis jetzt, aber wer weiß, was noch kommt. So, okay, das lassen wir jetzt durchlaufen kurz. Ihr seid ja noch dabei. Jetzt schauen wir mal noch, ob wir noch irgendwo fürs nächste, für die nächste Folge. Das letzte Mal haben wir Game Jolt nachgeschaut. Da war echt so was dabei zum Spielen auch. Heute haben wir Itch.io angeschaut. Naja, okay. Ja, traurig. Epic Games. Computer Game, gratis Game, mehr als 250 Spiele für lau. Klar, track mich. Könnt alles von mir wissen. Alles. Also, okay, das Computerbild, da weiß ich jetzt nicht, was das Sache ist. Das merken wir uns mal für die nächste Folge. Und dann schauen wir mal, ob es auch was für die übernächste Folge schon gibt. GOGGames.2 Planet Crafter. Was ich natürlich jetzt nicht schauen will, ist illegale Spiele. Das seid mir nicht böse, Jungs, Mädels. Da könnt ihr selber nachschauen. Da. Das speichern wir auch mal für die nächstes ab. Bin da jetzt nicht ganz sicher, ob das legal ist. Gas Station Emulator ist, glaube ich. Ich weiß es nicht. Muss ich mich zuerst schlau machen. GOGGames.com. .2. Ne, .2 ist ja meistens immer eher so. GOGGames, was sind GOGGames? Okay, haben wir die abgespeichert? Ich glaube ja, genau. Und da schauen wir nicht nach.
könnten wir auch für den nächsten free. Let your mind be free. Ich will nur schauen, ob es ohne Anmeldung geht. Es geht ja auch darum, ohne Anmeldung einfach so gemütlich runterladen und zocken. So, ich sehe hier nichts, muss ich sagen. Das ist der Einkaufswagen. So. Und dann kann ich es runterladen. Nein, habe ich mir gedacht. So, okay. Electronic Arts, Google Play, Spiele for free.de. Okay, und das merken wir uns auch noch fürs nächste Mal. So, okay, da haben wir schon mal die nächsten Folgen. Wer macht es jetzt auch? So, okay, wir sind virenfrei geblieben. Das war schon mal nicht verkehrt. Weil ich viel Schlechtes gehört habe von itch.io. Gut, das war's für heute. Und bis zum nächsten Mal. Auf, ihr habt ein bisschen unterhalten. Und wir hören und sehen uns. Servus.